Hallo zusammen und willkommen auf On Your Fashion. Mein Name ist Dean und schön, dass du wieder dabei bist heute für ein Outfit of the Day. Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn ich stelle euch ja ziemlich gerne Sporthosen vor und ich trage sie auch ziemlich häufig und gerne. Ich habe heute ein Outfit zusammengestellt und zwar aus Sportlichkeit, ein bisschen Eleganz und Gemütlichkeit. Und so richtig ein lässiges T-Shirt habe ich mir dafür rausgesucht. Das gehört eigentlich mit so zur Sportlichkeit. Es ist ja wieder ein Statement-T-Shirt, wo ich immer gerne sage, Statement-T-Shirt. Ja, es ist ein Iron Maiden-T-Shirt. Das habe ich schon ziemlich lange und ich weiß gar nicht, ob ich dieses T-Shirt sogar mal auf einem Konzert anhatte, denn ich war auch mal beim Konzert. Denn es ist nicht mein einziges T-Shirt von Iron Maiden, was ich habe im Schrank. Aber es ist eins von denen und die trage ich auch ziemlich gerne, wenn ich trainiere. Ja, was tragt ihr so, wenn ihr trainiert? Ihr könnt ja mal gerne Kommentare abgeben. Zumindest diese Schuhe, die ich mir heute ausgesucht habe, die trage ich nicht zum Trainieren. Wäre vielleicht mal ein Anfang, etwas Fashion in die Sportbutze zu bringen. Aber wir werden es sehen. Ich habe mir heute ausgesucht und zwar habe ich, und da gehen wir ein bisschen wieder ins Retro, denn Retro passt heute. Ich habe mir vom Buffalo London habe ich mir etwas ältere High Heels rausgesucht aus Holz. Achtung, ich zeige sie mal. So, erstmal hier eine super Sporthose. Ich trage sie sehr gerne. Ist super bequem. Hat ziemlich dicken Stoff. Fühlt sich sehr gut an. Und Achtung, meine Schuhe. Tada! Warum schwarz? Ich habe heute ein schwarzes T-Shirt an, aber bei schwarz alleine bleibt es nicht. Aber ich habe hier so ein hellbeigen Holzabsatz und der passt ziemlich gut heute zu meinem weiteren Outfit, denn es bleibt nicht ganz alleine bei meinem T-Shirt. Ich habe nämlich noch eine super kuschelige Überraschung. So, ein ganz kleiner Plateau ist hier unten vorne und hinten habt ihr so einen super Absatz, der nicht allzu breit ist, aber auch nicht allzu dünn, wie man sehen kann. Hat wirklich was von Retro und diese Schuhe sind auch schon etwas älter, denn ich weiß gar nicht, Buffalo London steht ja nicht mehr in all den Schuhen momentan drin. Ich glaube, das steht, glaube ich, nur bei den älteren Schuhen drin. Tada! Daher gehe ich mal von aus, dass das schon etwas älter ist. Was trage ich hier? Wow, eine 38. Sind die früher etwas kleiner ausgefallen? So, schlüpfen wir mal wieder zurück. So, das ist mein Outfit of the Day heute in etwas elegant und sportlich zugleich, denn man kann auch super diese Sporthosen, finde ich, kombinieren mit einem Alltagsoutfit, sportlich und man kann elegant sein, denn diese Leggings, die eignen sich für wirklich vielerlei Dinge und machen richtig was her. So, das einmal von hinten, von vorne mit meinem super T-Shirt. Wartet mal, ich habe auch noch einen Rückenprint. Warte, da steht eigentlich bloß Iron Maiden. So. Mit ein bisschen, ja doch, ist ja auch ein Bild im Hintergrund zu sehen. Ja, sieht gut aus, nicht wahr? Achtung. So. So. Dabei soll es nicht bleiben, denn ich habe ein super Pullover und wir sind ja in der Herbstzeit angekommen. Tada! Und da brauchen wir auch mal was Warmes. Und ich habe heute richtig den Farbknaller, denn ich setze euch total auf Farbe. Farbe macht glücklich und daher, ich habe mir vor ganz langer Zeit mal ein Mohair-Pullover gekauft. Davon habe ich euch schon mal ein Mohair-Kleid gezeigt. Bitte einmal zurückswitchen in das Video, denn das lohnt sich. Vielleicht verlinke ich es hier auch in der Info oben mal. Mohair. Oh mein Gott, es ist so kuschelig. Und ich muss euch mal mit auf den Weg geben. Ich habe, oh mein Gott, die Farbe. So, jetzt kommt Farbe ins Spiel. Hier kommt die Sonne. Sehr schön. So, ein mega Pullover. Dazu werde ich allerdings gleich mein T-Shirt ausziehen und ich werde jetzt nur den Pullover tragen. Sonst wird es doch etwas zu heiß. So, und ich habe noch die Informationen, denn ich habe es gekauft 2015. Ist echt lange her und es liegt auch schon eine ganze Weile in seinem Kartönchen. Und heute ist der Tag der Tage. Dazu gab es noch extra so eine kleine Bürste, um diesen Pullover zu bürsten. Falls man es wuscheliger haben möchte, kann man ganz einfach drüber gehen. Und dann zieht das so ein bisschen Fransen. Und das wird jetzt hier auch ein bisschen rumfliegen. Und dann wird der so schön kuschelig und weich. So, habe ich nicht bei allen Mohair-Sachen.
dass das so rausgebürstet wurde, aber bei diesem hier war es schon im Vorfeld so. Und ihr könnt ja mal von innen gucken, da ist er so gearbeitet. Also ziemlich große Löcher. Ziemlich locker, aber schick. So, ich habe, wie gesagt, 2015 habe ich mir diesen Pullover bestellt und ich habe sage und schreibe, und jetzt haltet euch fest bei diesem Preis, denn ich habe die Preise heutzutage verglichen mit Mohair. Oh, unbezahlbar. Wirklich unglaublich, wie die Preise hochgingen. Was habe ich mir gekauft? Ein Soft Kit Mohair Pullover, Sweater, Riesen Cowl Neck Rollkragen. M bis L habe ich mir bestellt und brushed, also es ist schon gebürstet. Ich habe bezahlt, komplett mit Versand, jetzt haltet euch fest, 38,50 €. Wow. Guckt mal jetzt, was ihr für einen kompletten Mohair-Pullover hinlegen müsst. Es ist unglaublich. Ich glaube, da kannst du vorne noch eine 1 dran schreiben. Dann bist du vielleicht etwa dabei. Ja, also ja, ohne Versandkosten wären es 32 € gewesen. Ja, so viel dazu. Aber gut, lassen wir dahingestellt, sonst wird es zu politisch. So, es soll ja Spaß machen bei uns. Deswegen. So viel dazu. Ich werde jetzt diesen Pullover zu meiner extrem fashion pinken Hose tragen und das wird jetzt der absolute Farbknaller. Achtung! Tada! So, das ist mein, oh mein Gott, Oversize lässt grüßen. Das ist mein Pullover und ihr habt wirklich so viele Möglichkeiten bei diesen Mohair-Pullis, weil die sind sowas von elastisch. Weil ihr könnt ein bisschen die Schultern rausgucken lassen oder ein bisschen ein bisschen das Dekolleté mitspielen lassen, wie auch immer. Aber da guckt schon mein Mikro vor. Das habe ich hier nämlich versteckt. So, aber dieser Megakragen, ihr könnt ihn weiter oben tragen, wie ihr es braucht. Ihr könnt es vielleicht sogar als Kapuze tragen. Also für ein Shooting draußen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das sieht schön aus. So. Ist das nicht kuschelig? Mir gefällt es so, so gut. So, und ich habe richtig lange Ärmel. Finde ich sehr schön, weil ich mag es auch, wenn man hier, gerade wenn die das so grob gestrickt haben, dann kannst du hier immer mit den Fingern so reingehen. Und dann bleibt der Pulli auch da unten und dann sieht das Ganze so aus. Heute passt perfekt mein Rot in Kombination mit dem Gelb. Unglaublich schön. Es sieht aus wie Frühling. So, und pass auf jetzt, weil ich bin ja so ein richtig herrliches Frühlingskind. Ich liebe es zu zelebrieren, wenn der Frühling wieder kommt und der Sommer lässt grüßen. So, deswegen habe ich heute mal ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht. So, und jetzt zeige ich euch das Ganze mal in komplett. Passt mal auf. So, jetzt haben wir richtig Farbe. Aber falls es nicht reicht, von der Pose als solches, dann könnte man ja noch, und da ist es natürlich, ja, da wäre mir jetzt natürlich ein schwarzer Gürtel etwas lieber. Aber das hat sowas von Retro. Diese Farbkombination, so extrem übertrieben, ist fast schon wieder, oh, wo sind wir da gelandet? Schreibt mal in die Kommentare, welchen Jahrgang würdet ihr dafür jetzt bevorzugen? Wer wirklich richtig bunt ist, muss ich hier noch irgendwo durch. Ja, hier. So, das alles im Blindformat. So, und jetzt guckt mal, dieser Pullover mit meinem super Retro-Gürtel so aus den 70ern. Aber diese Farben sind jetzt schon wieder eher 80er, würde ich jetzt fast meinen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein Made in the 18s Kind. Und ja, so viel Farbe, ich weiß nicht, vielleicht wurde es mir mit in die Wiege gelegt. So, ich mag es echt bunt. So, das ist jetzt mein Mohair-Pullover und der ist wirklich warm. So, und jetzt kann ich das Ganze nochmal präsentieren. Ich versuche es mal heute hier mit ein bisschen anderem Stativ. Wir werden mal die Kameraperspektive verändern, damit ihr das auch mit den Schuhen mit hin reinbekommt. So. Achtung. So, das jetzt nochmal mit den Schuhen. Leider im Kompletten bekomme ich das gar nicht richtig unter.
Außer ich mache mich klein im Bild. Aber im Stehen ist halt immer irgendwie am schönsten, ja. So. Ich versuche mich mal komplett ins Bild zu bringen. Mit meinem 18s Look. So. Das ist mein Outfit of the Day. Was sagt ihr? Sportlichkeit, Eleganz und richtig viel Farbe im Spiel? Daumen nach oben oder eher Daumen nach unten? Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen. Über ein Däumchen würde ich mich auch freuen. Ansonsten, ja, ich finde gut, das Gelb und der Pulli, die tragen jetzt ein bisschen auf, aber ist egal. Ich mag es trotzdem. So, sonst regt man sich ja mal auf. Ja, man wirkt ein bisschen zu dick, aber es kommt immer darauf an, wo. So, in dem Fall, ich kann mit leben. So, das ist mein Look für heute. So ein richtig mega Oversize Mohair Pullover. Und der ist so kuschelig. Der ist wirklich richtig kuschelig. Ich mag's. Perfekt für den Herbst. Und so kann man ja auch mal ganz locker zu Hause rumlaufen, weil es schön kuschelig. Schick. Ich mag's. Ich kann nichts anderes sagen, außer mir gefällt's. So, und jetzt seid ihr dran. So, das sind meine Buffalo London Schuhe. Schon etwas länger in meiner Kollektion, die ich habe an Schuhen. Ihr könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen. Ich glaube, die passen ziemlich gut zu diesem Outfit. Obwohl ich kein Freund von Braun mit Schwarz bin. Aber hier passt es wieder durch dieses helle Holz zu meinem Pullover. Ich bin gerade fasziniert von meinem Spiegelbild. Weil ich muss sagen, die Farbe schick. Wirklich richtig viel Farbe im Spiel. Und was will man mehr? Das ist mein Outfit of the Day. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt gute Laune mitgenommen. Ich gebe es mal so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, bleibt schön gesund. Lasst ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Eure Dien.